Nach Fertigstellung der Arbeiten zum Ausbau der Kreisstraße 8230 Schönborn-Dreiwerden erfolgte am Freitagvormittag die feierliche Verkehrsfreigabe. Die Straße wurde auf einer Länge von insgesamt 550 Metern grundhaft ausgebaut. Das gemeinsame Projekt vom Landkreis und der Gemeinde Rossau startete im August des vergangenen Jahres. In dieser Zeit erhielt die Strecke eine neue Breite von 6 Metern, eine neue Straßenentwässerungsleitung, einen Gehweg mit einer Breite von 1,80 Meter und eine entsprechende Straßenbeleuchtung. Die Gesamtkosten liegen bei 1,1 Millionen Euro. 80% davon werden vom Freistaat gefördert. Es war ja eine Baumaßnahme, die über ein Jahr gedauert hat und natürlich immer zu Beeinträchtigungen sowohl der Anlieger als auch der Benutzer dieser Straße führt. Und ich denke aber, die gute Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Gemeinde hat auch dazu geführt, dass wir hier wirklich ein gutes Ergebnis präsentieren können. Das ist natürlich erstmal der erste Abschnitt. Der weitere Abschnitt, der weit kritischer mit der Stützmauer, der muss fortgeführt werden. Aber im Moment, muss ich sagen, ist es etwas schwierig, was die Förderzusagen des Freistaates Sachsen anbelangt. Dort ist eine absolute Überzeichnung vorliegender Anträge festzustellen in dem zuständigen Ministerium. Und im Moment nimmt das zuständige Ministerium überhaupt keine neuen Anträge mehr an und verweist uns darauf, dass das irgendwann mal später geklärt werden soll. Das ist natürlich für uns ein Zustand, der ist nicht hinnehmbar. Und wir werden sowohl als Landkreistag als auch als Städte- und Gemeindetag gemeinsam uns hier nochmal bei der Landesregierung auch dafür einsetzen, dass sich die Praxis ändert, weil das nicht kalkulierbar ist. Sowohl für die Landkreise und Gebietskörperschaften, die die Straßen zu bauen haben, wie aber auch für die bauausführenden Firmen. Ich habe da selbst schon in Kommunaltagen Beschwerden bekommen, dass aufgrund ungenügender Förderpraxis Projekte wegfallen und Leute in Kurzarbeit geschickt werden müssen. Also das ist ein unbefriedigender Zustand für mich und hier müssen wir daran arbeiten und ich erwarte einfach, dass sich da in der Richtung auch was bewegt.